Hallo und herzlich willkommen zur 249. Folge von Let's Play Minecraft. Und wir sind hier in einer neuen Version. Dort oben steht's, Version 1.10, 1.10 Lightloader. Ja, die Minimap ist auch drin. Alle Wegpunkte sind da geblieben, außer die Städte, wo wir uns befinden. Einmal unser Wegpunkt und die anderen drei Wegpunkte von den anderen Ortschaften. Der Rest, der ist eigentlich alles da. Ja. Oh ja. Der Ort fehlt auch noch. Kann ich ja gleich mal nachholen hier. Neuer Wegpunkt. Machen wir auch wieder gelblich. Ein Haus. Und wie hieß der? Mengleden, glaube ich. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Müssen wir dann gleich mal hinreisen. Aber erstmal bleiben wir hier, denn ich brauche ein bisschen Stein, ich brauche ein bisschen Ressourcen. Wir haben hier schon ein bisschen was gefunden, sogar ein Sattel war dort unten. Und wir fahren dann am besten mal hier runter. Wir haben kein Bett, das Bett steht unten. Und das sind die Klaus-Georg-Schäferkamp-Minen. Weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwann gesagt habe. Und hier hinten hat sich nicht so viel getan. Und man merkt sofort, dass wir in der 1.10 sind. Guck mal, rückwärts geht das nicht, nur vorwärts. Bäm, springt automatisch hoch. Ich drück nix. Guck mal, das ist springen. Und das ist laufen. Übrigens, was ihr jetzt hier unten an der rechten Seite seht, das sind die Untertitel. Ich habe die mal angestellt. Was so alles für Geräusche bei uns in der Nähe sind. Wir fahren ja am besten mal runter. Ich weiß nicht, ob ich das hier unten schon mal gezeigt habe. Wasser fließt. Lava blubbert. Finde ich lustig. Genau. Und hier müssen wir unbedingt was machen. Und da muss die Lore kurz mal weg. Vor allen Dingen, man muss jetzt nicht mehr so stehen. Upsala, so stehen, um die Schienen abzubauen. Weil man so damals sie abgebaut hat, hat man den Block dahinter abgebaut. Man kann jetzt einfach den da machen. Weil die Hotbar ist jetzt ein Block groß. Finde ich eigentlich ganz lustig. Das heißt ganz lustig, ganz gut. So, müssen wir den jetzt wieder wegnehmen da oben. Muss mich dann noch ein bisschen dran gewöhnen. So, dann können wir jetzt den, natürlich von denen jetzt auch nicht. Muss ich ein bisschen aufpassen, wie ich hier klicke. Wenn ich hier einmal klicke, so einen normalen Klick. Und böp, na hier jetzt nicht, wenn ich genau davor stehe. Ah, geht vielleicht so. Aber bei der Mine, bei der Schiene ein Klick. Siehst du da? Ja, und da ist gleich hier der Stein dahinter mit abgebaut. Das wollen wir natürlich nicht. So, hier unten ist keine Truhe, darum habe ich eine mitgebracht. Stellen wir hier hin. Die Lore kann man ja hier so fahren lassen, oder? Ne? Das ist eh das komische Problem. Keine Ahnung, warum das so ist. So, lassen wir mal hier runterfahren. Und schwupp, und da bleibt die dort stehen. Super, so ist sie nämlich immer hinterher gefahren. So, das bleibt hier. Fackeln, Fackeln, Fackeln. Die Fackeln tue ich mal hiermit auffüllen. Die kommen dann wieder damit hinzu. Wir haben eine Uhr. Die Schienen bleiben auf jeden Fall auch hier. Wir haben Essen und hier steht's Bett. Bam. So, in die Richtung bin ich schon mal gegangen und die auch. Weiß gerade gar nicht. Ist ein wenig Grockel ist noch auf jeden Fall. Hier waren wir noch nicht, ne? Ja, Enrico hat das Spiel betreten. Sehr gut. Erstmal guten Morgen. Bam. Ich nehme auf. Nur, dass er Bescheid weiß. So. Fackel rechts, das heißt,
So, ist Fackel setzen. Wir haben die Fackel hier, seht ihr ja, in der linken Hand. Wenn ich die nicht in der linken Hand habe, mit F war das an, nee, F ist Wegpunkt bei mir. Okay. So. Genau. Tun ja mal ein bisschen gucken, was die Mine uns so hergibt. Das ist eigentlich ganz lustig. Vor allen Dingen da auch die. Block zerstört, Block bricht. Nicht lustig. Ritte, Gegenstand aufgehoben. Da hören wir dann auch immer ein bisschen, wenn wir da näher dran sind, ein bisschen. Näher an der Lava steht, so meine ich das. Wenn man näher an der Lava steht, hört man das auf jeden Fall. Heute müsste Montag sein. Wieder eine Fackel hin. Na, wenn ich die Fackel hier in der Hand habe, da fällt mir das nicht so auf. Da war nichts. Uns hat unter anderem auch hier ein Schriftstück erreicht. Das müssen wir uns dann noch mal genauer angucken. Ich habe das jetzt nur im Briefkasten gesehen, habe das aber noch nicht geöffnet. Es kann ja gut sein, dass wir da irgendwie was von unseren Forschern gehört haben. Ja. Der Enrico muss noch frühstücken. Wir haben es ja Sonntagmorgen. Wie spät ist es? Kurz nach 10. Na gut. Kurz nach 10 Uhr ist es. Ja, und da haben wir nämlich einen Forscher mal auf die Reise geschickt gen Norden. Auf die Polarbär-Expedition, weil wir sind ja jetzt in der 1.10 und diese Polarbär-Expedition werden wir wahrscheinlich dann auch irgendwann, wenn da wieder zurück ist, der Forscher. Willst auch den Namen nicht so im Kopf. Wie hieß der denn gleich nochmal? Irgendwas mit N. Hier ist der Nils? Irgendwas mit Nils? Nils? Nils Zaungärtner, so hieß der. Ah, Nils Zaungärtner. Sehr gut. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet mit dem Unterzetteln. Die werde ich wahrscheinlich in der nächsten Folge wieder ausmachen. Ist doch ein bisschen nervig. Oh, hier ist was. Eisenerz, Eirenore. Und auf dieser Eisbär-Expedition werden wir wahrscheinlich dann auch ein paar neue Blockarten mitbringen. Nehme ich an. Und neue Erfahrungen, die uns wahrscheinlich dort schreiben wird. Vielleicht hat er sogar schon ein paar Bilder gemacht. Für alle, die das OZ-Pack für die 1.10 möchten. Die Texturen werden gerade von Operation bearbeitet, sodass die wahrscheinlich von ihnen aus gesehen so bald wie möglich auch an Mann kommen. Oh, Lapis. Lapis Lazuli. Und Kohle. Na komm, hoch mit dir. Ich finde es ein bisschen ungewohnt, aber ich habe es da angestellt.
hatte das nämlich mal ausgestellt und dann meint der Delfino und der Dune und die Schoke, weil wir da letztens drüber geredet haben. Übrigens, wenn ihr nicht wisst, wer die Schoke ist und der Dune und der Delfino, wenn ihr auf meinem Kanal seid und dort rechten Seite so meine Favoriten anschaut, da sind die alle verlinkt. Ein bisschen ungewohnt, muss ich ehrlich zugeben. Sehr ungewohnt, um wahr zu sein. Hoppala. Ja, also ich habe hier den Lightloader drin. Immer mal wieder auf das Thema Texture Pack zurückstoßen. Ich habe den Lightloader hier drin. Mit den Texturen von Xeon. Den Mr. Meeps Shader immer noch für die Version 5, nehme ich an. Oder war das die Version 5? Upsala, Option, Grafik, Shader Effekte, Version 5, ja. Habe ich immer noch drin. Kann ja mal ganz kurz zeigen. Oh, es ist Nacht. Oh, es ist Nacht. Es ist Nacht. Achso, wenn man jetzt das Spiel betritt, wird jetzt nicht mehr. Warte mal, ich kann das mal ganz kurz zeigen. Früher war das Problem, ja. Man hat hier unten beim Multiword, ne? Ich habe jetzt hier meine zwei Welten, Wendsland und Wendsland Nether. Na, ich bin ja im Wendsland. Und das hat früher immer mal, wenn man gejoint ist auf der Welt, rot aufgeblinkt. Das ist jetzt weg und da kommt jetzt immer diese Meldung. Das geht jetzt automatisch, finde ich übrigens cool. Passende Welt entdeckt, dann die Welt, wie sie heißt. Wenn das nicht richtig sei, die richtige Welt in dem Multiworld-Schirm auswählen. Also wenn man in dem Multiworld-Schirm ist. Ne? Finde ich super. So, wir wollten ja hier Kohle abbauen. Und Betten nehmen. Ganz wichtig. Und ein Skelett klappert. Ist ja irgendwo eine Höhle. Drauf wollte ich nämlich auch hinaus, dass wir eine Höhle finden. Cool. Gold gefunden. Das wird wahrscheinlich eine etwas längere Folge werden. Wenn wir es heute können, heute am Montag, machen wir heute mal eine etwas längere Folge. Am Wochenende gab es nur so kurze Folgen. Und mehr Gold. Am Ende der Kohleader. Gold und noch Redstone und die Ader geht noch weiter. Ist ja nicht noch was? Also quer eingraben. Hier ist Eisen. Dass man hier nicht so. Hier ist noch Kohle. Na, guck mal einer an. Ich baue eigentlich nie Blöcke so gern über mir ab. Das ist sehr ungewohnt. Mache ich nicht gern. Na, schaut mal, haben wir da noch ein bisschen Kohle gefunden hier? Noch mal was essen. Ausrüstung angelegt. Kohle haben wir jetzt hier. Haben fertig. Haben fertig. Gut. Dann machen wir hier jetzt Schluss. Laufen zurück.
Haben ja ganz schön lang hier gebraucht den Gang, ne? Ganz schön lang. Wir sind ja unter dem Meer, über uns sind Tintenfische, so wie das ausschaut. Hier war noch Whetstone, hier auch noch. Aber jetzt nicht mehr. Hier hat man eine Fackel vergessen. War noch ein bisschen düster. Hier auch. Und hier auch solche. Ach, wir sind wieder hier. Super. Ja, meine lieben Freunde, da war's das von hier. Nächste Folge wieder oben. Wir haben ja ein bisschen was rausgeholt. Wieder viel Eisen, das gefällt mir. So. Huiuiui. So, und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Nächste Woche. Nächste Folge wieder, wenn es wieder heißt. Minecraft Staffel 6 und da sind wir in Folge 450. 250, sorry. 250 sind wir da. Ich freue mich. Ciao, ciao. Yeah.